Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge von The Bus. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß zu einer neuen Folge, wenn wir uns mit Route 200 nochmal versuchen. Wir haben damit ja angefangen. Ladies und Gentlemen, was soll ich sagen? Also, ich habe heute eine fette Augenentzündung. Heute Morgen dachte ich endlich so, yay, es ist der erste Tag, endlich mal ein Wochenende, wo ich gesund bin. Und habe dann irgendwie schon im Verlauf des Tages gemerkt, irgendwas stimmt da mit dem Auge nicht. Und wie ihr vielleicht so ein bisschen erkennen könnt, es tränt, es ist rot und es tut einfach beschissen weh. In diesem Sinne bin ich am Hin und Her überlegen, ob das eine kluge Idee ist hier mit Ringlichtern und Co. Ich probiere es. Ich probiere, soweit ich komme. Ich möchte nur sagen oder einfach vorneweg erklären, wenn plötzlich über so eine Träne läuft, dann ist es nicht, weil ich todtraurig bin, was in diesem Spiel abläuft oder wie meine Fahrkünste sind, der Argo nicht Künste. Sondern liegt es vielleicht daran, genauso wenn ich komische Grimassen schneide oder einfach das Auge mal so zusammenkneife, dann tut das einfach weh. So, das nur zur Erklärung, wenn hier komische Dinge passieren. Und jetzt, Ladies und Gentlemen, wünsche ich euch viel Spaß. So, die BVE hat gesagt, du bist jetzt wieder gesund. Das mit dem Auge, ja, ist okay. Es war nicht so von Vorteil, wenn du jetzt beim Busfahren jetzt nicht so richtig kicken kannst. Aber was willst du machen? Wir haben keine Fahrer mehr. Es ist Pandemie. Brauchen wir jede Kraft, die irgendwie sich der BVE irgendwie verschrieben hat. Und was sehe ich da, Leute? Nachrichten, Valentinstag auf Flashbass FM. Montag, wisst ihr ja, ist Tag der Liebe. So, BVG, weil wir uns alle lieben tun und so, ne? Am Montag ist Valentinstag. Passend dazu gibt es eine spezielle Radioshow Flashbass FM mit Was hubst du denn? Ich bin doch ja nicht in meinem Bus drin, Alter. So, gibt es, wenn ich das mal jetzt ausführen darf, eine spezielle Radioshow, Flashbass FM mit Christian und Lukas ab 19 Uhr. Grüße den Menschen, der dir wichtig ist, einfach über den Sender mittels WhatsApp. Was ist denn das für eine geile Aktion? Also, wenn er das auch haben sollte, das Spiel, macht er das? Macht er das? So, gut. Kicken wir jetzt mal rein in die Nachricht. So sieht es aus. Oh mein Gott, ist das groß. Aber ist da richtig hier... ja, da tränt das Auge gleich. So, das kann nur... Es, ja, weißt du? So traurig ist das. Mit weichgespülter Musik zum Lieben und Träumen. Lieben im Sinne von hier jetzt knickknack Liebe machen oder so diese Liebe. Ich weiß es nicht so, Leute. Ja, der grenzwertige Humor ist schon wieder am Start. Was ist das? Und das ist die Special Edition Show von... Ich weiß es nicht. Das sind so, also das liegt jetzt nicht an meinen Augen, ne? Das seht ihr auch so. Gut. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal jetzt rein in das Spiel und ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß, Ladies and Gentlemen. Also pass auf, ich werde jetzt nur mal einen anderen Tag auswählen und mal so eine andere Jahreszeit, weil ich muss euch sagen, ich fand das ja sehr deprimierend und grau. Lass uns mal den 14. April nehmen. Ich habe ja Hoffnung, dass da so ein bisschen Frühling am Start ist, dass das so ein bisschen sympathischer ist. So, starten wir das 14.04.2022. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich habe gesagt, Buslinie 200, steigen wir ein, steigen wir ein. Los, hier die Fahrt. Ich habe Schiss, ich habe echt Schiss, weil letztes Mal habe ich einen dezenten Unfall gebaut und ist nicht gut ausgegangen. Ist ja nicht gut ausgegangen für Jakin. Aber BVE hat gesagt, wir haben keine Fahrer. Schwamm drüber. Gönnst du dir noch einen vorneweg und dann steigst du ein in deinen Bus und hebst dein Bestes. Ja, auch ich möchte nochmal anmerken, das Spiel ist immer noch im Early Access. Was ich einfach betonen möchte, wenn wir durch die Walachei laufen und immer mal wieder so ein paar Dinge sehen, die so jetzt nicht so ganz richtig sind, wie ist der Matrix und so, ne? Das ist unser Bus. Ich freue mich. Also, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, oder? Das Wetter sieht doch einfach sympathischer aus als das von letzten Mal. So, ihr wollt also einsteigen? Hast du... Ich dachte gerade, die hat ja keine Schuhe an. Na, ich freue mich. Alle keinen Mundschutz auf, finde ich gut. Ich mit meiner Augenentzündung gesehen und die Hälfte. Also, ich möchte mich jetzt hinsetzen. Das krieg ich hin. So, jetzt ist da wieder das Problem. Wie starte ich denn das? Da habe ich doch eine Tasse. Irgendwo habe ich doch...
Irgendwo jabet eine Tasse. Wobei, ich kann überlegen, denn jabet hier nicht noch in den Optionen. Jabet hier nicht in den Optionen. Drei wegen. So. Und dann gehen wir mal auf das hier. Beschleunigen, bremsen. Nee, warte mal. Wie komme ich denn da jetzt drin? So. Beschleunigen. So, das kriegen wir hin. Bremsen ist ohne Funktion. Die sollte es haben. Ich guck mal kurz hier drin. Tempomat. Brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Was ist ein Retarder? Kann mir jemand mal, was ist denn der Retarder? Ich kenne mich doch nicht aus. So mal so eine Erklärung am Rande. Oh mein Gott, das ist hell. Ich fühle mich so ein bisschen wie aus der Zombie-Apokalypse. Vielleicht haben mich ja auch die Zombies aus Dying Light 2 infiziert. Weiß ich nicht. So, Retarder. Was ist ein Retarder? So, Freunde, Wikipedia sagt, ein Retarder, von Englisch Retard für verzögern oder aufhalten, von Lateinisch retardare, verlangsamen, verzögern, das ist eine verschleißfreie hydrodynamische, mit Flüssigkeit arbeitende oder elektrodynamische Dauerbremse oder Kupplung, die vorwiegend in Nutzfahrzeugen wie LKW oder Omnibussen eingesetzt wird. Jut, also, das hätte vielleicht so der normale Autofahrer auch nicht gewusst. Hydrodynamische Retarder, Schnittmodell, das Drehmomentwandler. Ja, okay, gut, da steigt dann auch erstmal aus. Müsste ich mich auch erstmal richtig reinlesen. Ist jetzt was, weil siehst du, ist ja nicht hier belegt. Nieling. Alle so eine Sachen habe ich überhaupt keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, pass auf. Aber da jappet doch noch mehr. So. Vordere Türen öffnen und schließen. Ich möchte da jetzt mal eine Taste belegen. So. Vordere Türen. Ah, warte, oh, warte mal, warte, warte, warte. Alle Türen öffnen und schließen. So, Taste hinzufügen. Ich habe jetzt hier jetzt mal eine Taste hinzugefügt. Geil. Fahrfenster schließen, Fahrfenster öffnen. Okay, damit öffne ich jetzt mal mein Fahrfenster. Dann. So. Also kann ich jetzt noch Fenster öffnen. Was ist denn die Türfreigabe? Weiß ich nicht. Muss ich die, was heißt denn Freigabe? Muss ich die extra freigeben? Hört sich so an. So, was gibt es noch? Wir haben da noch mehr als Türen. Ich komme nur nicht runter. Ich lieb's. Lights. Warnblinker. Hab ich auch. Ist aber auch für normale Tastatur. Türlicht ein und aus. Sie braucht kein Türlicht. Fahrgastlicht ein und aus. Ja. So, jetzt haben wir hier Kameras. Das gut, dritte Person, erste Person, Cockpit-Kamera. Gut, Funktionen, Blinker, Blinker rechts, links, Fahrermonitor. Oh, Monitor, ist das die. Oh, warte mal, ich glaube, das ist die Tasse, die wir brauchen. Tasse von Gerät, non ignoriert. Was willst du? Okay, ich glaube, ich kann hier keine Tastenbelegung machen. Wir steigen gleich in meinen Bus, aber siehst ja, es ist kompliziert. Das ist kompliziert. Klimaanlage? Klimaanlage? Hat sich bis jetzt noch keiner beschwert über die Klimaanlage. Ich glaube, Freunde, ich glaube, wir gehen jetzt mal auf Anwenden. Dann sollte das vielleicht, wenn ich jetzt auf N drücke. Nee, komme ich auch nicht auf den Fahrbordcomputer. Wie komme ich denn auf diesen hässlichen Computer hier rein? Also, ich habe ja jetzt ein paar Sachen belegt. Was für ein Fenster hatte ich jetzt? Ah! So. Aber wie zum Henker komme ich denn jetzt hier auf mein. Oh, das war die Problemmeldung. Mann, ich möchte kein Problem melden. Was ist denn das? Ich sehe meine Maus nicht. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Ich habe Scheibenwischer gefunden. Wo waren die jetzt? F4 ist das Scheibenwischer. Das ist schon mal gut. So. Dann haben wir hier die Karte, das haben wir ja auch gesagt. Aber wie komme ich denn auf diesen hässlichen Fahrbordcomputer? Das hat jetzt einfach nicht mehr funktioniert, Freunde. Und dass meine mit meiner Maus, dass ich das drehen kann, klappt jetzt auch nicht mehr.
Irgendwo. Und jetzt höher. Ja, nehmen wir doch das. Die neuen. Ich nehme jetzt die neuen. So, Entschuldigung. Das war jetzt schon wieder das Anfangschaos. Welche Nummer soll ich denn eingeben? 6, 0, 3, 9, 8. Ja, klicke mal da. Das passt doch. Und wenn wir das jetzt mit dem Geld auch hinkriegen? Ja, habt ihr gesehen. Lady ist am Start. Und du willst, was willst du? Ich kann es nicht sehen heute mit meinem Matschauge. Du willst einen Einzelfahrschein, Preis 3 Euro. Du bezahlst passend, glaube ich, ne? Was willst du? A, B. Einzelfahrschein, A, B. Da ist dein Ticket. Viel Spaß damit. Fahr mal los. Lass ich das Fenster zu. Ich lasse das Fenster zu, Freunde. Ich trinke noch mal einen Schluck und dann geht es los. Der Bus war 200. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß. So. Also, vor alle diese Fragen. Oder war die Feuerwehr? Das sehe ich uns erstmal. Wir fahren am Zoologischer Garten lang. Hier sind wir auch schon lang gelaufen. Deswegen laufe ich hier jetzt nicht mehr lang. Das geht ja ums Fahren. Das ist ein Fahrsimulator. Müssen wir uns nur alle immer noch mal so vergegenwärtigen. Jetzt ist die Frage, hier rein oder in das nächste Rennen? Ich glaube, ich muss in das nächste Rennen. Wow. Ich sehe schon wieder nichts mehr. Irgendwo hänge ich fest. Ich weiß nur nicht, wo ich... Irgendwo... Ich habe den Eindruck, ich... habe irgendwas mitgenommen. Irgendwas habe ich geschrammt. Ich komme nicht rum. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Ja. Oder auch Flucht aus dem Bus. Flieh, wenn du kannst. Oh, ich glaube, hier ist die Busspur. Aber, ah ja, ja, da leuchtet's. Wenn das nicht leuchten würde, Freunde, ich würde nicht sehen, wo ich gehen müsste. Aber für April luft er hier aber ziemlich in Sommerklamotten rum, ne? Kiek mal, letztes Jahr um die Zeit im April war das noch fast so winterjackenkalt. Na denn... Hallo? Hallo? Ihr lauft ja echt alle in den Sommerklamotten rum. So, du willst zahlen. 9 habe ich gesehen. Was willst du? Du hast einen 5er. Gut, dann kriegst du zurück. Einmal 20, das sind 4. Und wo habe ich denn hin? Ich sehe heute jetzt nicht richtig. So, 1,20 kriegst du zurück. Du willst einen Einzelfahrschein. ABC sollst du kriegen. Da, zack. So. Willst du auch zahlen, Puppe? Gut, 3. Einzelfahrschein AB. So, das muss schneller gehen. Da. Setz dich hin, Puppe. Los, jetzt. Oh ja, die Stelle fand ich kompliziert. Die Stelle fand ich richtig kompliziert. Und ich finde nach wie vor immer noch kompliziert, das hier abzuschätzen, ne? Das hier abzuschätzen. Und ich merke nur, mein Auge tut weh. So, wer von uns hat jetzt Vorfahrt? Weiß ich nicht. Wo war jetzt das mit dem... Ah, weißt du? Wo muss ich denn hin? Also, ich muss irgendwie warten auf Abbiegerspur. So, da ist mein Blinker. Also, irgendwie da muss ich rennen. Ich weiß nur nicht, wo nach hier denn das. Wer hustet denn da? Hustet doch mal nicht hier. Wird nicht gehustet. So. Ich würde jetzt einfach mal... Oh, ich muss noch eine rüber. Ist das richtig so? Darf man so einen Spurwechsel machen? Das kommt mir einfach komplett falsch vor. Ich habe auch den Eindruck, ich hätte noch ja nicht umbiegen dürfen. Irgendwie fahre ich so komplett chaotisch. Und irgendwie habe ich den Eindruck, irgendjemand rammt mich. Das vibriert so. Ja, ich bin auf der Spur. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich jetzt kassiert habe. Und ich sollte mal auf die Bremse drücken. Weil es rot. Aber das sieht doch gleich freundlicher aus, oder? Siehst du, vor uns ist die Gedächtniskirche. Da hast du die Pudakwasse. So heißt dieses oktaedrische Teil. Für diejenigen, die jetzt zur Folge nicht mehr so ganz im Kopf haben. Flucht! Breitscheidplatz. Flucht! Okay, Freunde, also, ich war 41 Kilometer pro Stunde. Ein bisschen aufs Jas dürfte ich noch treten. Ich zwiebel mal jetzt hier rüber. Da sehe ich schon Opfer, die einsteigen wollen. Potenzielle Opfer von Furcht und Angst. Und ich glaube, ich, bin schon mal wieder ein bisschen falsch gefahren, aber ist okay. Vielleicht kommen ein paar Leute. Nee, die rennt vorbei. Das überlegen sich Leute gerade, glaube ich.
Es möchte niemand einsteigen. Doch, da kommen Leute. Du willst auch zahlen. Gut. Was hast du? 3 Euro. Dankeschön. Wollen wir dankt. Einzelfahrschein AB. Gut. Und die nächste will auch zahlen. Na, Puppe, was willst du? 8,80? Was ist bei dir in deinem Mission hier? So, du hast passend gezahlt. Du willst einen 24. Was ist denn ein 24-Stunden-Fahrschein? AB. Gut, dann viel Spaß in der City. Da trägt mir doch gleich ins Auge. So. Das gab übrigens ein Update. Und ich sehe einen Saturn in mein Auge drehend. Also, ich muss hier mal raus. Irgendwo hänge ich hier ganz blöd. Ich nehme auch gleich das Schild hier mit. Das sehe ich doch. Oh, ich habe den Müll einmal umgefahren. Ups. Sorry. Schickste BVG. Ja. Und den da... Alter, aber er schiebt sich auch noch nach vorne. Weißt du, das ist auch Berlin. So, der Streetfight. Wer den längeren Hebel hat, gewinnt. Der hat auch nicht aufgegeben, ne? Okay. Also, ich muss jetzt schon wieder irgendwo über Zwiebeln und dem Spark jetzt vor der Behörde drin. Mount Gennaro. So, sorry, jetzt hast du mich einmal angebumst, jetzt hab ich dich angebumst. Das ist Liebe. So, da vorne müssen wir links rumbiegen. Sagt die Spur. Ich habe den Eindruck, ich mache das schon wieder komplett falsch. Aber heißt es nicht, ich muss jetzt irgendwann mal die Spur wechseln? Ja, heißt es. So. Und? Ohne nach oben zu gucken, ob irgendjemand komplett bremsen. Ich kann nicht sehen, können wir das auf mein Matschauge schieben. Das läuft ja schon wieder echt scheiße, ne? Also fahren ist nicht so meins. Was piept denn hier? So. Blinken? Ja, blinken ist eine Option. Also wir müssen jetzt umbiegen. Wir kicken mal kurz. Das ist die ganze Strecke, ne? Ich weiß nicht, ob der Bus hinterher kann ja auch explodieren. Also, ne? Kann der Bus auch explodieren? Das ist die spannende Frage. Guck mal, ich glaube, jetzt haben die Karte so ein bisschen gefixt, weil das war ja auch noch ein Problem. Was jetzt behoben ist, Daumen nach oben, finde ich gut. Also, da sind wir, Freunde. So, da biegen wir ab. Also, die Strecke ist jetzt ja relativ easy, glaube ich. Okidoki, aber komme ich jetzt raus? So. Da wird schon wieder fleißig gehustet hinter mir. Ich sehe das. Ich habe euch alle... Guck mal, wie die sich ganz nach hinten geflüchtet haben aus Angst. Alter, mein Auge, ne? Oh mein Gott. Ich habe den Eindruck, irgendjemand würde das einmal so permanent irgendwie so reingreifen und rausziehen. Kann das mal jetzt grün werden, Alter? Ich kann nichts sehen. Siehst du? So. Jetzt geht die Fahrt los. Also, lenken ist mit dem Teil echt so eine Herausforderung, ne? Wenn ich euch das mal so sagen darf. Alter Verwalter, mein Gott. Und mir fällt auf, ich muss jetzt hier achten auf Verkehrsschilder. Fahrradbar haben wir bis jetzt noch keine einzigen, die hier sehen. Was gut ist. Aber perspektivisch sollte da natürlich oben mal ein Radfahrer hier einbauen. Weil in Berlin hast du unendlich viele Radfahrer. Die auch hier mal einen Busfahrer reinfahren oder umgekehrt, wenn so Fahrer wie ich hinterm Steuer sitzen. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Spur? Muss ich hier jetzt wechseln? Ich blick da nicht durch. So, ich werde mal smoothie reinswitchen. Das war doch jetzt vorher schön so alt. Oh, ich hab da gebremst. Also Bremszeiten von dem Teil sind ja echt fürs Poloch. So, falls irgendwer zahlen will, ich bin bereit. Traut euch, traut euch. Ich glaube, niemand will zahlen. Doch, du siehst aus. Nee. Ich warte mal noch ein bisschen. Kommt doch wer? Ich glaube, da kommt jener, ne? Gut, na dann. Alle einsteigen, losgefahren, losgelegt. Und gleich drücken die Nächsten, weil sie sich denken, oh, Gas, was falsch. Ich kann euch ja nicht sagen, wo wir hier langfahren. Das ist eine Gegend, die kenne ich so nicht. Könnte man natürlich auch mal ein bisschen rumlaufen.
Corneliusbrücke. Aha, gut. Wir hatten jetzt vor, ich habe keine Ahnung, wer Vorfahrt hat. Und irgendwie fahre ich auf zwei Spuren, stelle ich gerade fest. Ich weiß nicht, ist das hier jetzt noch eine Spur? Muss ich rüber? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. So. Falls irgendjemand zahlen will. Aber, wisst ihr, was ich gerade sehe? Das ist tatsächlich richtig Berliner Stadtklasse. Also hohe Bordsteine haben wir und dann haben wir diese Klemezeugs und dann die anderen Brücken. Ja, könnte auch passen. So, hier will niemand. Kann ich denn einfach mal aussteigen? Ich meine, oh, wenn das ein... Ach, du Scheiße. Das sah schon mal besser aus. Freunde, wir können jetzt mal wieder ein bisschen rumkicken, wo wir hier sind. Ja, von den größten Dimensionen, das hatten wir ja schon mal geklärt. Ich bin irgendwie so ein bisschen überdimensional groß. Also, wollen wir mal hier in die Straße rinlaufen? Ich habe ja keine Ahnung, wo wir hier sind, ne? Das sieht so ein bisschen nach... Ist das eine S-Bahn-Brücke? Das könnte fast S-Bahn hier sein, wa? Nicht so ganz. Da ist, glaube ich, keine S-Bahn. Hier haben wir die Spree. Ach, fantastisch. Okay, gut. Aber romantisch sieht das doch aus. Oder? Sagt man nicht? Ich finde das ja nicht, aber da hinten geht das nicht weiter. Schade. Schade. Können wir hier nicht lang laufen. Aber guck mal, ich bin so riesig. Kannst du mir nicht erzählen, dass ich hier zwei Köpfe größer bin als der Typ? Das ist frustrierend. Und mein Auge. Das ist gut wieder. Also wenn ich heute die ganze Zeit so da sitze, dann tut mir das echt leid. Aber das tut dezent weh. Ich werde gleich wieder einsteigen. Ich möchte hier noch mal ein bisschen so rumlaufen. Aber siehst ja. Ist eine Jugend, da ist jetzt nicht ganz so viel los. Aber mal so rinluschern. So, was haben wir hier? Ausstellung Berlin. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, Feier. Summer Night Party. Ultimative Musik-Event. Orwells on Friday. Musik bei Tom und René. Wäre jetzt unlustig, wenn es tatsächlich zu den Zeiten so besondere Musik im Radio sind, dann geben wir Radio Party 80, weiter. Tom und René. Aber realistisch ist auch, dass hier mal so Bauzeugs rumsteht. Da kommen wir auch nicht lang. Schade. Ich habe ja den Eindruck, dass wir zur Richtung schon mal so ein bisschen Tiergarten langkommen. Deswegen rufen wir jetzt mal noch mal ein paar Meter. Ich muss mal jetzt den Bussound in meinem Ohr ein bisschen ausstellen, sonst werde ich nicht nur zu meinem Auge blind, sondern auch taub. So gut, rechtsseitig blind, linksseitig taub. Okay, hier haben wir die Klingelhöfer Straße, Ecke Stühler. Kommt mir bekannt vor. Ich habe hier den Eindruck, ich war hier auch schon mal. In der Realität. Ihr könnt euch aber jetzt nicht sagen, was wo wie jetzt hingeht. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe, da sind Leute, die auf den Bus warten. Wollen wir sie mal nicht länger warten lassen? Und fahren wir mal rein wieder in den Bus und fahren eine Runde weiter. So. Gucken wir einfach mal jetzt hier so in die Autos rein. Wir wissen ja, wir haben ja gelernt, die fahren jetzt einfach nicht mehr weiter, wenn die durch die Links laufen, wie so ein kleiner Armeprüfer. Nur die Polizei macht Lust. Denkt mal an. Gut, okay, Entschuldigung. Ich wollte einfach mal gucken, wie das hier so aussieht, was da so ist, aber spektakuläre Sachen kommen, glaube ich, erst, wo kommen die spektakulären Sachen? Erst an einer anderen Stelle. Erst an einer anderen Stelle, Freunde. So, also, stellen wir den Bus ein. Entschuldigung, das musste mal sein, aber was ist denn das hier drüben?
Pavik. Radiowerbung und EU und... Okay. Was ist es? Ist kein Mensch. Gut. Oh, das ist Berlin. Das liebe ich ja schon wieder, Freunde. Das liebe ich. Das ist voll real. Der Müll vor den Mülltonnen abgelegt. Fühl ich. So, da ist unser Bus. Aber hat sich einige getan, so von den Details. Finde ich gut. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was das hier alles ist. Ein geheimer Garten. Wir laufen mal rin. Ist das ein geheimer Garten? Dürfen wir da einfach so drin laufen? So strange, weißt du? Guckst du so dahinter, hast du plötzlich fremde Leute drin rumlaufen. So, zu Ende. Aber was ist das? Das sieht auch spannend aus. Aber das war nicht abgesperrt. War keine Tür, kein Tor, kein nichts. Dann kannst du dir auch drin verlaufen. So. Gut. Das war jetzt mal wieder so ein kleiner Ausflug. Oh, der kommt schnell. So, schnell. Siehst du, wir können sogar hier rüber. So, lass mich durch. Ich bin der Busfahrer und mir steht hier nix. Super. Ich würde sagen, wir legen weiter fort. Kann ich auf Radspur fahren? Nee, kann ich nicht. So. Schön, dass ich beim Busfahrer gleich wieder die Türen aufmache. Muss ich hier jetzt irgendwo rinscheren oder kann ich hier jetzt auf der Spur bleiben? Ist das legal? Ist das eine Busspur? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Spur ist. Wenn ich das mal so sagen darf. Für mich sieht das aus wie so eine Radspur. So. Das ist irgendwas mit Vorfahrt, beachten, gewähren. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Schild ist. Ui, stockender Verkehr. Welche Uhrzeit haben wir denn? Ja, 12.06 Uhr Mittagsverkehr. Ich liebe das. Aber ich glaube, wir dürfen hier auf der Spur nicht. Wir müssen da auch mit drin scheren. Gut, machen wir das mal. So, mein Platz. Na toll. Ich lieb's. Stau. Nordische Botschaften. Adenauer Stiftung. Botschaften? Gut, ich muss geradeaus weiterfahren. Bleib ich doch mal hier. Oh mein Gott, viel Polizei. Was randalierst du jetzt da drin? Wie viel Abstand lasse ich hinter so einem Auto? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt intuitiv mal so sagen. Den finde ich jetzt ja nicht so schlecht. So als Nicht-Autofahrer. Ich höre schon wieder murmeln. So, aber irgendwie muss ich jetzt auch rüber. Eigentlich müsste ich jetzt hier irgendwie rüber zwiebeln. Also ich wechsle mal die Spur. Ah, hier war ich doch schon. Ja. Und wie sie alle rankommen. Das ist auch Berlin, weißt du? Kaum kommt irgendein Vehikel an, rennen sie alle gleich vorne rein. Wir wollen die Erste sein. Gut, ich bin bereit. Tickets, please. Alter, wo wolltet ihr alle rennen? Oh, vor allen Dingen, wo wollt ihr hin? Keiner will zahlen. Gut, das nehme ich persönlich. Ich muss mehr in die Spiegel gucken. So, Straße ist frei. Wir können richtig lang zwiebeln. Bald kommt die Stelle, an der wir, glaube ich, verzweifelt sind. Ich bin zu schnell. 63. 50 ist erlaubt. Gibt es nicht schon einen Punkt? Tiergartenstraße. Ich weiß nicht, wer Vorfahrt hätte. Also so Verkehrsregeln, wenn du keine Ahnung hast, ist echt schwer, ne? Ist richtig, richtig schwer.
So, oh, hier muss ich achten, keine Leute. So. Ganz schön holprig hier. Wartet nicht die Bushaltestelle, wo das so eskaliert ist? Ich glaube ja. So, ich habe schon wieder irgendwas mitgenommen. Da! Da! Habe ich es jetzt auf dem Dach drauf? Ah, ich habe die Tür nicht aufgemacht, ne? Ich fahre mal ein Stück zurück. Ist jetzt wie so ein Panzer. Ich habe jetzt einen Panzer kreiert, Freunde. Wollt ihr da wirklich einsteigen? Seid ihr euch sicher? Ich möchte mal aussteigen. Sekunde. Lady? Aber wo ist denn... Hä? Da liegt nicht gerade noch auf dem Dach und was drauf? Warum segnet nicht? Also, diese Stelle ist tatsächlich irgendwie nicht so meine Stelle zum Autofahren. Gut, steigen wir wieder rein. Ist sie weg? Das, Freunde, ist Magie. Das ist die Magie des Alltags. Okay, du willst zahlen, Puppe. Wo sollst du denn hingehen? Na, wie du überhaupt bist, oder hast du privat? Was willst du denn? Einzelfahrschein, aber bitteschön. Gute Fahrt. Aber ich hab das geschafft. Ich hab das geschafft, Freunde. Gut. Geradeaus. Grüne Ampel. Fahren wir rüber. Wow, der ist so nah. Hatte ich jetzt kurzzeitig Schiss im Schlipper, weil ich dachte, der fährt in mich rein. Philharmonie. Phils Harmonie. Bei Philharmonie können wir mal aussteigen. Kenne ich jetzt auch nicht so, aber wir müssen nicht abbiegen, glaube ich, ne? Aber wo biegen jetzt ab? Hier gleich? Ich weiß nicht, wo ich abbiegen soll, Freunde. Hier? Hier? Die Kurve? Alter Verwalter, die kriegt doch nie. Ich habe auch keinen Blinker eingesetzt. Fällt mir gerade ein. Ja, mit viel Gefühl anfahren. Zack. Okay, Philharmonie, Freunde, da steigen wir aus. Ich komme nicht mehr aus dem Bus raus. Ich komme nicht mehr raus. Warte mal. Ich komme nicht aus meinem Bus raus. Ich darf nicht aussteigen. Warte. Halt. Der lässt mich nicht mehr aus meinem Bus. So, jetzt komme ich raus. Ich durfte nicht. Was ist denn das für ein Mülleimer? Das ist aber kein Berliner Mülleimer. Hast du ja schon gesehen, dass das eigentlich unsere Mülleimer sind? Das hier gibt es nicht. Das ist irgendeine andere Stadt und eine andere Welt. So, das könnte die Philharmonie sein, Freunde. Laufen wir mal rüber. Zeig euch das Spektakel. Könnte. Ich bin mir ja nicht sicher. Warum habe ich denn immer noch so einen Autosound? Das ist so laut hier die Straße. Ist das die Philharmonie? Ich recherchiere das mal. Berliner Philharmonie. Dann lernen wir nämlich alle noch was. Ja, das ist die Berliner Philharmonie, Freunde. So, Berliner Philharmonie in der Herbert von Karajanstraße 1 im Berliner Ortsteil Tiergarten ist die Heimstätte der Berliner Philharmoniker. Sie zählt mit dem Konzert aus Berlin am Gendarmenmarkt zu den wichtigsten Konzertsälen Berlins. So, erbaut oder Baujahr ist 1960 bis 1963 von dem guten Stück. Ich finde ja den Bau tatsächlich. Ah, oh, ist das hell. Das können wir mit meinem Auge nicht machen, hier so die Sonne. Ah! Ich fühle mich wie so ein Zombie. Oh mein Gott, wie gut. Guck mal, stehen jetzt hier diese E-Roller rum, diese nervigen Teile. Okay, ja, das haben wir auch gefühlt an jeder Ecke. Gut. Mich nervt gerade so ein bisschen der Bussound im Hintergrund. Ich finde das Dach hier spektakulär.
Aber nur so im linken Ohr. So, da haben wir ein bisschen Ruhe. Also, Berliner Philharmonie. Kann ich euch dazu was erzählen? Die ersten Konzerte der im Frühjahr 1802. Achso, hab ich gesagt, wann das gegründet wurde? Ja, 1960 bis 1963. Oh, das ist so viel Text. Das ist viel zu viel Text. Spielplan. Aber spektakulär sieht's innen drin aus. Regen und ich stehe mitten im Regen. Was ist denn das jetzt? Ich hasse Frühling. Wo kommt jetzt der Regen her? Boah, ist das hell. Was ist das? Was machst du? Sie schwebt und balanciert gleichzeitig. Und ich kann hier nicht rauf, weil ich kein Rollstuhlfahrer bin. Aber sie kann in der Luft schweben. Was ist denn hier falsch? Kick den Controller an. The Magic Woman. Gut. Aber der Regen sieht schon ganz schön gut aus. Oh, hier gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Aber warum ist die Philharmonie wirklich so groß? Das sieht so aus, wa? Das sieht so aus. Aber ist das schon irgendwie eigentümlicher Bau? Was ist hier los? Hier wurde hier gesoffen und Chips gefressen. Ja, ja. Oh, das ist also. Und Kippen geraucht. Ohne Ende. Jetzt habt ihr endlich mal ein bisschen Realität eingefangen, Freunde. Ja, das sieht nach einer Philharmonie aus. Finde ich ja grandios. Ich kann hier auch durchlaufen. Geil. Ruf mal hier. Was laufst du denn hier jetzt auf dem Gras? Hauptsache aus der Reihe springen, wa? Jetzt sind sie wieder, die Berliner. Rummeckern, rumnörgeln und aus der Reihe springen und tanzen. Oh, ist sogar richtig mit Pfützenbildung. Das ist ja fetzig. Das ist ja richtig fetzig. Das ist ja mal geil. Und hier ist ein imaginärer Stand, Freunde. Guck mal. Das schwebt auch ein bisschen in der Luft. Was gibt es hier? Lasagne mit... Was habe ich gelesen? Mit Wattepatz. Also, Lasagne mit... irgendein Lachs vielleicht. Rucola-Omelette. Feta überbacken. Irgendwas mit, gefüllt mit Ricotta. Kann ich nicht lesen. Tagliatelle mit, kann ich nicht lesen. Und Gemüsepfanne. Alle ein Fünfer. Ist ja ein Moderatorpreis, aber ich bin zu groß. Ich bin zu groß, mein Auge tut weh. Mein Auge tut weh, Freunde. Also gut sieht das ja aus. Das haben sie echt gut umgesetzt. Ich würde ja voll gerne mal reingucken. Aber das ist uns nicht erlaubt. Warum regnet denn das jetzt hier? Und du siehst keinen mit dem Regenschirm. Hat alle überrascht. Keiner hat einen Schirm mit. Boah, ich habe keine Ahnung, was das hier alles für Häuser sind, Freunde. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal lang. Es tut mir leid, dass ich euch da jetzt nicht mehr erzählen kann, wo wir uns jetzt hier lang bewegen. Das ist einfach so ein bisschen Berliner Kunden. Bis wir an den Mauern hängen bleiben. Ah ja, das war ja wieder die Taste, wo mir schwarz vor Augen wird. Ich hatte doch irgendwo eine Sprungtaste. Irgendwo konnte ich doch springen. Wo war denn das? Wo war meine Sprungtaste? Ja, aber da hinten sieht das gut aus. Das Gras. Sah nach einer schönen Wiese aus. So, also, gibt man noch mal ein bisschen hier lang, wa? Weil das sieht schon gut aus. Aber warum regnet denn so hier? Das kann schon wieder nicht sein. Hier darf das nicht regnen. Warum? Guck mal, wenn ich meinen Ohren nach links drehe, höre ich nichts. Aber hier. Ist ja hochfantastisch. So, große Häuser. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ne? Aber ist das nicht irgendwann so Richtung Potsdamer Platz oder so? Oder bewege ich mich da auf dünnem Eis, wenn ich so eine Aussage tätige? Wo sind wir hier? Doch, Potsdamer Platz. Bin ich gut oder bin ich gut? Habt ihr das nicht gesagt? Erkennst du nämlich so ein bisschen an der Struktur von der Häuser?
Potsdamer Platz ist tatsächlich, ja, Rasse, würde man sagen. Ach gut, dann hoffe ich ja doch einigermaßen richtig. Was ist das jetzt hier? Okay. Spannende Flanke. So, Tiergartenstraße. Das ist sie. Wo können wir denn jetzt lang? Wir haben jetzt 1000 Wege gefunden. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ist hier Richtung Potsdamer Platz. Für gut, für gut, für gut. Warten wir jetzt mal ganz ordentlich oder warten wir nicht? Ich kenne die Ecke. Ich bin tatsächlich schon mal lang gelaufen. Gut, warten wir mal, bis es grün wird. Und stoßen darüber. Ich glaube, da hinten geht es Richtung Potsdamer Platz. Hier jetzt. Oh, ich glaube, kommen wir hier jetzt nicht von hier rum zum Sony Center? Oh, hier geht es, glaube ich, zum Sony Center. So, hier darf das auch nicht regnen, Freunde. Oh, da laufen wir jetzt mal lang. Da laufen wir jetzt mal lang. Berlinale ist gerade am Potsdamer Platz. Um das Sony Center rum. Oh, ja, das könnte sein. Kann ich euch ja doch wieder was zeigen. Ach, ich fühle mich ja immer schlecht, wenn ich nichts dazu sagen kann, so weiter. Ja, hier, das ist der Potsdamer Platz. Alter, ich habe es wieder erkannt. Und weißt du was? Das ist tatsächlich eine Leistung in meiner schlechten Orientierung. Ja, so, das ist das Sony Center. So sieht es aus. Und ich wollte gerade sagen, hier darf das aber nicht regnen. So, tut mir leid, dass das jetzt gerade so ein bisschen grau ist. Aber, ja, was ist das für eine Kreation? Ich kann euch das ja nicht sagen. Warte mal. Vielleicht sagt uns Google da was. Sony Center, so nennt sich das. Also, Sony Center. Der Sony Center ist ein Bauensemble am Potsdamer Platz im Berliner Ortsteil Tiergarten des Bezirks Mitte, das von den Architekten Helmut Jahn gestaltet wurde. In einem der futuristischen 7 Gebäude gegenüber der Philharmonie am Kemperplatz hier liegen, befand sich ursprünglich die Europazentrale von Sony. Jetzt hat die deutsche Zweigniederlassung dort ihren Sitz. Der Gebäudekomplex galt zum Zeitpunkt seiner Erstellung als äußerst innovativ. So wurde zum Beispiel eine schräge Glasfassade von Werner Sobeck realisiert, die damals weltweit einmalig war. So, Bauzeit 1995 bis 1998. Und hast halt am Abend, hast du das Ding innen drin noch so ein bisschen beleuchtet. Ist halt ja schon offen, aber irgendwie dadurch auch nicht. Wenn du drin bist, fühlst du dich halt trotzdem irgendwie, als wärst du irgendwo in der überdachten Halle, was eigentlich auch schon wieder sehr charmant ist. Und das gibt auch, wenn Festivals so leid ist oder irgendwie sowas, können die das auch so ein bisschen animieren. Also nicht animieren, sondern so ein bisschen drauf Licht drauf projizieren, was ich tatsächlich auch ganz smart finde. Geschichte ist immer so viel Text, da habe ich immer keinen Bock drauf. Architektur, so. Finde ich da jetzt irgendwas. So, ovales Dach von innen, rechts unten ist der Bahntower zu sehen. Das interessiert uns weniger. Der Karton oben drauf ist wie so ein Deckel. Also, die Dachkonstruktion stellt eine spektakuläre Ingenieurleistung dar. Ein aufgefächertes Zeltdach aus Stoffbahnen, das ist Stoff, das sieht ja nicht so aus, ist mit Zugankern an einem Stahlring befestigt. Ich dachte immer, das sind so eine festen Platten. Ist das Stoff? Okay. Der auf den umliegenden Gebäuden aufliegt. Es soll eines der Wahrzeichen Japans, den heiligen Berg Fujisan, symbolisieren. Nach japanischem Glauben wohnen die Kami in den Bergen. Da Berlin jedoch in dem Sinne keinen Berg hatte, wurde kurzerhand das Sony Center als künstlicher Wohnsitz für Kami gebaut, damit Sony auch in Europa im Schutz dieser steht. Das Dach wurde vom österreichischen Stahl... Ich sah jetzt jemand in mich reingerannt. Hallo? Stahlbauunternehmen Wagner Biro errichtet. Also, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das irgendwie an den japanischen Berg erinnern sollte. Also, ist jetzt mal wieder ein bisschen Kultur mit Dörde. Das Dach besteht aus 105 Tonnen Sicherheitsglas mit einer Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern. Das Dach erreicht eine Höhe von bis zu 67 und eine Länge von bis zu 102 Metern. So. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu jetzt nicht wissen. So, das ist nämlich die Innenansicht vom Sony Center. Und da haben wir nämlich auch das IMAX hier irgendwo. Und dass die hier sind, das glaube ich nicht, dass die hier sich reingesneakt haben. Weißt du, was ich machen möchte? Ich möchte... Ach, ich kann hier rein! Ich kann... Ach, hör doch auf!
Ich kann bei den Entwicklern Hallo sagen. Ich hab ein bisschen Angst, Freunde. Ich hab gerade ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Vor allen Dingen ist hier Geisterstille. Lande ich jetzt in irgendeinem geheimen Code? Also, dass die hier jeden Sitz haben, das ist mir neu. Freunde, das ist der Austausch zwischen der Matrix. Ich bin bei den Entwicklern, die haben eine Rolltreppe drin. Aber die sitzen doch hier nicht. Vor allem hakt das auch gerade so ein bisschen. Das hakt bei euch. Im Gebäude. Und irgendwie hört sich das alles relativ nass. Als würde ich in so einer feuchten Höhle drin rumwatschen. Aber habt ihr eine Rolltreppe? Was? Ich kann mich bei euch... Weißt du, in alle anderen Gebäude kannst du nicht rennen, weißt du? Aber bei den Entwicklern beim Studio haben sie sich gesagt, so, bei uns darfst du natürlich rennen, darfst du Hallo sagen. Eigentlich müsste ich in BVG-Zentrale rennen kommen. Aber habe ich jetzt eine Rolltreppe? Kann ich mich darauf stellen? Jeder weiter? Irgendwie sieht das so ein bisschen das so eine BVG-Rolltreppe. Ich bin verwirrt. Ich bin komplett verwirrt, wo das jetzt hingeht. Oder uns sind Leute. Was ist denn hier jetzt los? Die Entwickler, die Hallo sagen. Was sind denn das alles für Leute hier? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wenn ich jetzt mit denen auch noch sprechen kann, dann wird's ja jetzt richtig crazy. Und er jedet noch weiter runter. Aber, weißt du, was hier verwirrend ist? Das sind so richtig die Rolltreppen wie bei der BVJ. Okay, wer seid ihr? Im Warmhöck. Gut, ich mache euch heute die Bar. Wer will. Oh, ist das ein Slushy? Eine Slushy-Maschine? Ich möchte ein Slushy. Ist das mein Telefon? Mein Bus ruft mich. Geil. Weißt du, ich habe für mich die Wodka-Slushies entdeckt. Ich würde mir voll gerne jetzt hier ein Slushy machen und einen Wodka rein. Aber ich muss ja fahren. Ich muss ja fahren. Ich muss ja fahren. Aber hier kann ich jetzt auch nichts drin rumdrücken, oder? Das wäre jetzt geil, wenn das funktionieren würde. Also haben die Entwickler eine Bar unten drin stehen? Was soll mir das jetzt sagen? Ihr habt eine Bar unten drin stehen und komische Leute? Da möchte ich mal wissen, wo geht denn das jetzt hier hin? Ist das ein Disco-Raum? Sieht das bei euch so aus oder ist das Wunschdenken? Alter, das sieht aus, als hättet ihr den Club bei euch. Was ist... Und hier steht ein Bus? Das ist das Weirdeste, was ich seit langem gesehen habe. Da vergesse ich sogar das Berlinern. Was ist denn das? Was ist das? Ah, ah. Oh, fange ich gleich an zu heulen. Oh mein Gott. Oh Gott, oh, da dreht mein Auge aber gleich so richtig. Flashbass FM. Das hat so ein bisschen, weißt du, woran mich das erinnert? So ein bisschen wie in so einer Messehalle, die gerade im Aufbau ist. Nur, dass das jetzt das Entwicklerstudio sein soll, was in diesem Spiel jetzt einfach mal an Potsdamer Platz geklöppelt wurde, was da aber überhaupt nicht drin steht. Ich bin ja komplett verwirrt und jetzt haben die hier so ein Party, so eine Partyhalle da unten drin. Aber ist auch Empfang hier, ne? Ist mal ein bisschen Totentanz. Vielleicht kommen wir zu spät. Vielleicht kommen wir zu spät. Hier ist nichts mehr los. Ich möchte ja wissen, was da drunter ist. Na, hier könnte ein Bus drunter sein, wa? Ich möchte ja mal wegziehen und gucken. Einfach mal kicken, was da drunter ist. Alter, ist verrückt, oder? Aber hier hängt auch so eine Disco-Kugel. Aber wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Kein DJ da. Ist das DJ-Pult? Kann ich den DJ machen? Hier ist nichts los. Was für eine öde Party. Aber jetzt fragt mich mal... Das, was ihr euch auch wahrscheinlich fragt, da war ja nur eine Rolltreppe. Wie habt ihr das zum Henker da reinbekommen? Kommt jetzt Musik?
Wie zum Henker? Habt ihr den Bus da unten drin bekommen? Den habt ihr hier unten nicht aufgebaut, oder? Kann ich hier auch rein? Tatsache. Ist das hier jetzt so der Showroom? Oh, also ein Doppeldecker ist natürlich auch geil. Aber den Doppeldecker können wir doch nicht fahren, oder? Können wir da auch die Treppe hoch? Oh, wie gut ist denn das, Freunde? Geil. Aber so richtig hinsetzen können wir uns nicht, ne? Geil. Aber Doppeldecker gab es nicht zum Fahren, ne? Ja, so sehen die Doppeldecker bei uns aus. Das sind aber die neueste Generation, die es so gibt. Und tatsächlich an dieser Stelle muss man echt tierisch aufpassen, sich nicht den Kopf zu stoßen. Und auch hier ist das Dach tatsächlich relativ niedrig. Bei mir ist es tatsächlich auch so von der Größe, wenn der Bus dann einmal den hier macht, musst du hinten aufpassen, da hast du nicht... Also beziehungsweise hinten kann ich, glaube ich, ja nicht gerade laufen. Da muss ich immer so ein bisschen gebückt laufen. Aber die sind schon ein bisschen höher geworden als früher. Als ich Teenager war, waren die noch deutlich tiefer. Aber hier ist es tatsächlich so bei den Doppeldeckerbussen. Deswegen mag ich die immer nicht so. Wenn da wie ein Huckel kommt und das mal so ein bisschen hochfährt, dann habe ich auch ganz schnell... Die Decke am Kopf. Ja, das passt so von der Relation. Ach, hör doch auf, hör doch auf. Und ich weiß nicht, da könnt ihr mir jetzt ja mal rückmelden, wie das so in euren Städten ist. Wir haben jetzt tatsächlich auch in den neuesten Bussen überall so eine USB-Ladestellen. Die leuchten dann so blau, also sind halt überall so eine USB-Buchsen. Und dann, ich sehe gerade keine, sonst hätte ich es euch jetzt gezeigt. An mehreren Sitzen... hier so an der Seite oder so, die leuchten blau, wenn die aktiv sind und da kannst du wirklich Kabel reinstecken und dein Handy laden. Finde ich total geil, finde ich richtig cool. Aber ich meine, so lange fährt man meistens ja nicht Bus. Und hier ist auch nochmal eine Bar in der Mitte, aber was für eine fancy Bar, was habt ihr da? Also das ist irgendeine Wunschvorstellung von euch. Wenn das so bei euch aussieht, liebe Entwickler, dann möchte ich bei euch arbeiten. Dann möchte ich jetzt sofort, ich kann ja nicht rinlaufen. Dann möchte ich jetzt bei euch einmal einen Slushy mit Wodka trinken. Den blauen hier mit einem ordentlichen Schuss Wodka. Bitte. Lässt sich das arrangieren? Und mehr gibt es hier nicht, ne? Jetzt möchte ich hier nochmal gucken. Flash Bass FM. Ist das die Schriftart von... von, na sag schon. Oh, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Mann, von Grand Theft? Ja, yeah, das ist die, guck mal, was das hier für eine Schriftartenklauer sind. Das ist die Schriftart von Grand Theft Auto. Das sehe ich doch sofort. Sofort sehe ich sowas so. Warte mal hier, dann können wir jetzt irgendwo uns... Können wir in den Lüftungsschacht? Ah, hier ist eine Treppe. Das sah aus wie ein Lüftungsschacht. Ich wollte schon illegal irgendwo lang robben. Was zum Henker ist das hier? Crazy. Ach, und hier funktionieren die Türen. Es ist das Verrückteste. Also... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte, Freunde. Mir fehlen einfach die Worte. Aber... Funktioniert der Fahrstuhl? Restrooms? Da möchte ich jetzt auch mal rin. Aber da kannst du nicht rin. Mit Restroom meinen die Klo, oder? Was ist das denn? Da würde ich ja auch schon wieder Platzangst kriegen. Kann ich den rufen? Ist da irgendwo ein Knopf? Nee, geht nix. Gut. Radio aus Erfurt, Flashbass FM, verfügbar auf Magenta, Alexa, Radio.de, laut FM natürlich auch im Fernbus-Simulator sowie Touristbus-Simulator. Folge uns auf Steam, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, TMS Studios. Gibt es das wirklich? Jetzt bin ich verwirrt. Flashbass FM. Das ist ein Live-Rap-Webradio. Tatsache. Das heißt, die haben im Game... Jetzt bin ich richtig verwirrt. Was ist denn das? Ist das was...
Der Radiosender Flashbest FM, der nicht dein Leben verändern wird, nee, aber vielleicht können wir dich an besondere, tolle und aufregende Momente in deinem Leben erinnern. Wer kennt die nicht, diesen Aha-Effekt? Man hört ihren Song aus längst vergessenen Tagen, auf einmal fällt einem etwas dazu ein, da war der Text zu Ende. Okay, das gibt das wirklich. Ich bin verwirrt, Freunde, ich bin verwirrt. Und wie Verwirrung hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder in euch rein sneakt. Und wenn ihr ein bisschen Entertainment hattet hier beim Rumlatschen und Rumkicken und bei den Entwicklern einfach mal ins Studio rinkicken. Jetzt wisst ihr, wie so das Games entwickeln läuft. Nee, das war natürlich ein Scherz. So sieht das in den wenigsten Fällen aus. Aber wir gucken uns weiter am Potsdamer Platz ein bisschen um. Vielleicht kann ich euch da ein bisschen ein wenig mehr erzählen, Ladies und Gentlemen. Bis dahin, genießt den Tag, kümmert euch um eure Augenentzündungen und popelt euch nicht so viel in den Augen rum und seid ein bisschen dirty bei einem. Wobei das in dem Zusammenhang auch schon wieder sehr, sehr komisch kommt. Also, kiekt da nächstes Mal wieder rein.